Guten Morgen an alle Zuschauer zum jetzigen Jeff, die Live Trading TV, 10:35 Uhr. Wir schauen auf den DAX am 28. Juli, einen Tag vor der Fed, und die Stimmung könnte fast nicht schlechter sein. Wenngleich der DAX sich aktuell hier versucht, im Plus zu halten, notieren wir nach leichten Versuchen hier im Stundenchartintervall schön zu sehen, die Marke von 11.100 Punkten zurück zu erobern. Das glückte erstmal nicht und der DAX verlor ja gestern deutlich hier 2,7%. Das ist schon eine richtige Hausnummer. Wir sehen hier die Tagescandle. Wir gehen jetzt mal hier in den Tages Chart, eine Kerze, ein Tag, und wir sehen hier in der 24-Stunden-Indikation wohlbemerkt von JFD Brokers, um hier praktisch die komplette Handelsstimmung einzufangen, ja, den gestrigen Ausverkauf. Die heutige Kerze nahezu spärlich, das verdeutlicht hier den Abgabedruck, die Abgabebereitschaft, die Unsicherheit, wie man es auch nennen will. Der DAX hier letztlich in schwierigem Fahrwasser. Und ja, mit Unterschreitung 11.350, 11.400, insbesondere Rückgang unter 11.300, ist das Ganze jetzt hier ein Stück weit verbohrt. Und ja, jetzt wird die Frage der Gretchenfragen sein: Wohin kann der DAX denn jetzt tendenziell noch laufen? Rein technisch sehen wir hier einen Horizontalbereich, interessanterweise auch der Wochenpivotpunkt S2, Support 2, hier Bereich 10.937. Das erscheint mir ein relativ unmittelbar erreichbares Ziel, also hier nochmals unter die Marke von 11.000 Punkten zurück. Und dann darf man hier, Sie sehen noch den Fall, das war im Prinzip hier die Annahme des gestrigen Tages, dass wir eben dieses Niveau nochmal anlaufen. Dort wäre dann hier gegebenenfalls mit einer Umkehrbewegung, mit einer Erholungsbewegung zu rechnen. Für den Tag selber, ja, nach dem gestrigen schwachen Tag, der hier rein statistisch mit 53% positive Preise aufwartet, haben wir heute statistisch einen schwachen Tag vor uns. 42%. Wir sind marginal im Gewinn, aber so recht kommt der Markt hier nicht in Schwung. Mehr als eine korrektive Erholung dürfte sich meines Erachtens hier auch nicht anbahnen. Die Risiken auf der Südseite bleiben also existent. Wenngleich natürlich der Abgabedruck hier enorm ist und wir sehen hier die sehr, sehr dynamische Aufwärtsbewegung. Und jetzt sehen wir eine ähnlich dynamische Abwärtsbewegung. Da ist natürlich immer die Gretchenfrage, bis wohin geht das Ganze? Wir sehen hier mit Fibonacci mal eingefangen diesen Aufwärtsimpuls. Das ist sozusagen die Impulsstrecke, die wir als Gradmesser herannehmen, heranziehen, und haben jetzt hier praktisch das 61er Fibonacci-Level hier nach dem goldenen Schnitt. Das Maximum, was ein Markt, ein Preis, ein Underlying hier zurücksetzen sollte, um hier diesen übergeordneten oder beziehungsweise vorgeschalteten Aufwärtsimpuls wieder aufzunehmen. Das Level hier also um 11.100 Punkte ist wichtig. Wenn der Markt hier drunter geht und eben sich hier trotz der aktuellen Stabilisierung, das kann heute schrägstrich morgen zur Fed passieren, hier nicht weiter nach oben wieder absetzen kann, dann deutet sogar neben 10.937, 10.940, 50 roundabout, machen Sie das nicht auf den Punkt fix, aber auf jeden Fall hier in diesem Bereich, deutet dann sogar hier möglicherweise etwas oder vielmehr die ganze Chart-Situation auf weitere Preistiefs hin. Das Unglückliche an der aktuellen Situation ist hier für die Bullen, dass wir diesen dynamischen Ausbruch über dieser Abwärtstrendlinie, die hier justiert wurde, über diese Abwärtstrendlinie, dieses Abwärtstrendkanals, dass wir eben diese hier wieder unterschreiten, hier wieder eintauchen, und das ist denkbar ungünstig. Dann, es wird feststellbar, dass es sich hier um einen Fake handelt. Wenn der Markt jetzt hier nicht umgehend auftritt, dann haben wir hier für die nächste Zeit fallende Kurse zu erwarten, und das passt auch auf die kurz- bzw. zur kurzfristigen Saisonalität. Hier zum Fed-Event. Hoche, man staune, rein saisonal eine Erholungsbewegung denkbar, aber dann hier bis zum Beginn des Augusts, also hier in der kommenden Handelswoche, eher wieder schwache Notierungen. Also saisonal auch hier nicht wirklich Rückenwind. Und das macht den DAX natürlich hier ja schwierig, hier nachhaltige Erholungen, oder besser gesagt, das führt dazu, dass der DAX hier kaum nachhaltig sich erholen dürfte. Wir sehen mal hier auch wieder die Indikation, 24-Stunden-Indikation im 15-Minuten-Chart, um mal hier den DAX nochmal intraday ein Stück weit zu beleuchten. Da haben wir hier interessanterweise das Low des außerbörslichen Handels, was hier auch als Vortagestief definiert wurde. Und wir sehen hier das heutige Pivot-Level anhand der gestrigen kompletten Preisbewegung, wohlbemerkt nicht nur Xetra-Handel. Und hier diese Asia-Range, die sich hier um 97 Punkte sozusagen erstreckte. Im Schnitt, aufgrund dessen, dass wir in der jüngsten Vergangenheit leicht Rückläufer hatten, bis gleich auf die letzten 2 Tage, haben wir hier eine Range von 167 Punkten zu erwarten. Also hier müsste noch ein Stück weit was nach oben gehen. Und wir sehen hier das heutige Tagesmaximum 11.2/ 10.965 auf der Unterseite, wenn der DAX sich hier rausbügelt aus dieser aktuellen Range, die hier als Asia-Range sozusagen definiert ist. Das sehen wir auch hier im Xetra DAX.
So hier sozusagen die Eröffnungsrange, da kommen wir so richtig nicht vom Fleck. Ja, hier 11.250 auf der Oberseite und hier 10.942 auf der Südseite. Wenn es denn hier zu einem Ausbruch auf ein neues Tageshoch, auf ein neues Tagestief geht. Also da achten Sie mal drauf. Jeweils neues Tagestief, neues Tageshoch, beziehungsweise hier beim DAX auch, beim Xetra DAX hier das Vortagestief im Bereich 11.050, 11.047 Punkte. Ja, darauf achten, wenn es da runter geht, dann kann es hier mal relativ schnell die nächste Fahrkarte gen Süden geben. Aber der DAX nach augenscheinlicher Einschätzung hier ein Stück weit lethargisch, wenn man sich hier intraday jetzt in den Markt hinein positionieren will, erscheint mir das ein Stück weit riskant, da letztlich hier eine richtig klare Tendenz jetzt hier nicht zu sehen ist. Korrektives Erholungspotenzial anhand des Tagescharts ist möglich vom aktuellen Fibonacci-Level ausgehend, das haben wir hier schon dargestellt, aber rein tendenziell sollten Sie sich nicht wundern, wenn wir hier die Marke von 11.100 deutlich unterschreiten, also hier nicht mehr hochkommen, dann kann der Zug gen Süden hier auch noch deutlicher Fahrt gen Süden aufnehmen. Das wäre es mal zum DAX, würde ich sagen. Mehr dazu später, wenn noch was Aufregendes passiert, aber Sie sehen, die bisherige Tagesrange, das ist nichts. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erstmal einen erfolgreichen Resthandelstag. Gegebenenfalls hören wir uns später wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.